Erzählen. Heute erzähle ich ein bisschen mehr zum Krieg in Afghanistan, weil Afghanistan, Syrien und Serbien, das sind die drei Kriege, an denen Deutschland auch mitgewirkt hat. Und darum ist es in Deutschland, gibt es vor allem ein großes Interesse zu wissen, was ist denn los, warum haben wir Serbien bombardiert, warum haben wir Truppen in Afghanistan, warum haben wir Flugzeuge im syrischen Luftraum. Weil Sie müssen wissen, die deutsche Friedensbewegung hat von 1945 bis 1995 richtig gute Arbeit geleistet, in dem Sinne, dass Deutschland 50 Jahre lang keinen Krieg geführt hat. Keinen. Und dieses Prinzip, nie wieder Krieg, ist in Deutschland in der Kultur sehr tief verankert. Das ist sehr wertvoll. Und ich kann Sie nur darin bestärken, dieses kulturelle Prinzip weiter zu pflegen. Was wir Historiker eigentlich machen, wir untersuchen jetzt, wie kam es dazu, dass Deutschland 99, erste Sündenfall, wenn Sie so wollen, Serbien bombardiert hat, dann 2001 Afghanistan angegriffen hat, zusammen wieder mit den Amerikanern und jetzt sozusagen in Syrien wieder bei den Angreifern ist. Wie kann es passieren, ja, dass das dreimal schon passiert ist? Und die Antwort ist eigentlich, die Bevölkerung wird nicht gefragt. Ja, das ist eigentlich die Antwort. Weil die Bevölkerung ist in aller Regel dagegen. Ich mache mir immer so ein bisschen kleine Forschung, wenn Sie jetzt das Parlament wären, ja, der Bundestag, und die Frage an Sie wäre, sind Sie dagegen, ja, dass deutsche Tornados in den syrischen Luftraum eindringen und dort am Krieg teilnehmen? Also alle die, die das nicht wollen, möchte ich ein Handzeichen, einfach, dass ich so das Gefühl habe. Das schauen Sie sich um, das müssen Sie, lassen Sie die Hände offen und schauen Sie sich mal um. Die Bevölkerung will das nicht, die Mehrheit will das nicht. Jetzt zweite Frage, wer möchte keine Soldaten nach Afghanistan geschickt sehen eigentlich? Einfach keine. Ja. Und wer möchte auch nicht, dass Serbien bombardiert wird? Das ist schon länger her. Aber. Ja, das ist in etwa das, was ich in allen Vorträgen sehe, die Bevölkerung möchte das nicht. Ja. Trotzdem ist es so. Sie haben deutsche Truppen in Kabul. Das ist einfach so. Und man erzählt ihnen immer, das ist ein Beitrag für den Frieden. Bombardieren von Serbien ist ein Beitrag für den Frieden. Tornados nach Syrien ist ein Beitrag für den Frieden. Aber stellen Sie sich die folgende Frage. Was würden Sie empfinden, wenn die syrische Luftwaffe über Deutschland kreisen würde? Das würden Sie nicht wollen. Was würden Sie empfinden, wenn die Afghanen bewaffnet in München und in Dresden unterwegs wären? Das würden Sie nicht wollen. Was würden Sie empfinden, wenn die Serben Köln bombardieren würden? Das würden Sie nicht wollen. Und das ist eben das Prinzip der nationalen Souveränität, das eigentlich weltweit gilt. Jedes Land möchte keine Truppen, keine fremden Truppen. Ja, das ist in jedem Land eben das Gleiche. Und wir sind 193 Länder auf der Welt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich die Grenzen achtet, so wie man auch die Grenzen zum Nachbar achtet. Man geht ja nicht zum Nachbar, tritt die Türe ein und hängt sich auf die Couch und sagt, ich nehme jetzt deinen Fernseher mit, ist eine Friedensaktion. Also macht man ja nicht, oder? Es ist einfach kein Anstand. Ja. Ja, Frage, was ich vergessen habe, verstehen Sie mich eigentlich gut? Ja, vom Mikrofon her? Schweizer Akzent, geht das? Ja, okay, ich kann nicht anders. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir auch das internationale Völkerrecht haben. Und Sie können sich immer am internationalen Völkerrecht orientieren, wenn Sie das Gefühl haben, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr klar durchblicken, was ist jetzt oben, was ist unten. Gehen Sie zur UNO, das ist die Weltfriedensorganisation. Und die UNO hat eine UNO-Charta. Und in dieser UNO-Charta steht ganz klar geschrieben, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist natürlich Juristendeutsch immer ein bisschen lang, ist ein Vierzeiler. Wenn Sie das kürzen, heißt das, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen die Anwendung von Gewalt. Das heißt, alle Länder unterlassen die Anwendung von Gewalt. Das ist das geltende Völkerrecht, das ist das Gesetz. Gilt seit 1945, aber wurde natürlich immer wieder gebrochen. Und das ist eigentlich das Problem. Darum haben wir ein Chaos.
Ja, das ist wie bei Ihnen in der Nachbarschaft, haben Sie auch eben dieses Gesetz, man tritt die Türe nicht ein vom Nachbarn. Der mag das nicht. Und wenn man sich darüber hinwegsetzt, über die gute Nachbarschaft, dann hat man am Schluss Stress, einfach nur Stress, Konflikte. Und das ist in der internationalen Politik genau gleich. Der UNO-Sicherheitsrat in New York ist eigentlich verantwortlich, um den Weltfrieden zu wahren. Sie haben 15 Mitgliedsländer im UNO-Sicherheitsrat, aber nur 5 sind ständige Mitgliedsländer. Das sind die USA, das ist Russland, das ist China, das ist Frankreich und das ist Großbritannien. Diese 5 sollten den Weltfrieden wahren. Problem ist, diese 5 sind auch die größten Waffenexporteure. Jetzt muss man nicht brillant sein, um hier einen Widerspruch zu erkennen. Wir haben zudem im UNO-Sicherheitsrat eine Dreifachpräsenz der NATO. Die USA, Frankreich und Großbritannien sind NATO-Länder. Das bedeutet also, wenn ein NATO-Land einen Krieg führt, wird es nicht verurteilt, weil die NATO-Staaten im Sicherheitsrat eine Verurteilung immer verhindern werden. Und das ist natürlich ärgerlich und die Bürger weltweit empfinden das als ungerecht und sie irren nicht. Es ist ungerecht. Ja? Als Saddam Hussein 1990 in Kuwait eingefallen war, ein konkretes Beispiel, wurde er vom UNO-Sicherheitsrat verurteilt. In New York sind die Länder, haben sich zusammengesetzt und gesagt, ja, das ist ja ein Bruch der UNO-Charta, der geht einfach über die Grenze und überfällt Kuwait, geht doch gar nicht. Dann haben sie ihn verurteilt und zu Recht, Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher. Aber als Frankreich und Großbritannien zusammen mit Israel Ägypten überfallen haben, 1956 während der Suez-Krise, wollte der Sicherheitsrat diese auch verurteilen, aber da haben die Franzosen und die Engländer ihr Veto eingelegt. So ist es leider. Das heißt, man kann sich mit einem eigenen Veto schützen, wenn man einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat hat. Und das bedeutet eigentlich, und das sieht man in meinem Buch sehr genau, illegale Kriege, dass die NATO-Länder immer wieder illegale Kriege führen, aber nicht verurteilt werden. Und das ist eigentlich so nicht in Ordnung. Ganz wichtig natürlich, dass man die NATO und die UNO nicht durcheinander bringt. Die UNO ist die Weltfriedensorganisation, die NATO ist das größte Verteidigungsbündnis. Verteidigungsbündnis nennt sich die NATO selber, aber wenn man die Fakten anschaut, muss man eher von einem Angriffsbündnis sprechen. Es sind jetzt 28 Länder in der NATO drin, die UNO wie gesagt 193 Länder, also Sie können sagen, grob alle Länder der Welt sind in der UNO, aber in der NATO haben Sie natürlich die USA, dann Kanada, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Norwegen, Polen, Türkei, Griechenland, Italien, Estland, Lettland, Litauen etc. Das sind die 28 NATO-Länder. Die Schweiz ist nicht in der NATO. Ja. Und Österreich ist auch nicht in der NATO. Diese zwei Länder sind aber leider in der Partnership for Peace. Das ist so viel wie der Kindergarten der NATO. Und das Interessante ist, die meisten Schweizer wissen es gar nicht, dass wir in der Partnership for Peace sind, aber ich rege jetzt in der Schweiz eben auch dazu an, dass wir mal darüber nachdenken, weil es dünkt mich, es ist keine Partnership for Peace, es ist eher eine Partnership for War. Und ich denke, wir sollten in den nächsten 10 Jahren in der Schweiz eine Abstimmung haben zu diesem Thema und dann aus dieser Partnership for Peace austreten. Das ist meine Überzeugung. Ich denke ehrlich gesagt auch, dass Deutschland aus der NATO austreten sollte, was nicht ganz einfach ist. Was leider nicht ganz einfach sein wird, das verstehen Sie. Ja? Das ist eine schwierige Sache, da braucht es einen langen Atem und man muss das sehr friedlich angehen. Ja? Also ich werde immer wieder gefragt, wie soll denn Deutschland aus der NATO austreten? Ja, zuerst braucht es ein Gespräch im Volk. Ja? Das ist immer das Primäre. Und danach braucht es ein Gespräch in den Parteien, das ist das Sekundäre. Und dann braucht es ein Gespräch mit den NATO-Partnern, das ist das Tertiäre. Das muss immer über diese Abfolge gehen und man muss das in Ruhe angehen und man darf das nicht überhasten. Die NATO hat natürlich Freunde, der amerikanische Präsident Nixon hat mal gesagt, die einzige internationale Organisation, die jemals funktioniert hat, ist die NATO und zwar deshalb, weil es eine militärische Allianz ist und wir die Führung innehaben. Das ist einfach Klartext. Es ist tatsächlich so, dass diese 28 NATO-Länder nicht alle in etwa die gleiche Macht haben,
sondern natürlich führen die Amerikaner die NATO an. Das ist eindeutig so. Und weil die Amerikaner die NATO anführen, ist eben das Kommandozentrum der NATO nicht in Brüssel, sondern im Pentagon. Das muss man verstehen. Und natürlich, die Europäer haben immer das Gefühl, ja, aber ist die NATO nicht von den Europäern angeführt? Und dann sage ich nein, weil der Supreme Allied Commander Europe, das ist der sogenannte SACEUR, ist immer ein amerikanischer General. Die Europäer dürfen den Generalsekretär stellen, das ist der, der sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist schon okay, aber diese Feinheit muss man natürlich unterscheiden. Wer stellt den General und wer stellt den Generalsekretär? Die Europäer dürfen den Generalsekretär stellen. Im Moment ist das Jens Stoltenberg und ich kann Ihnen nur sagen, wie das in der Schweiz läuft. Die Schweizer denken, ah, Stoltenberg, wo kommt der her? Der kommt doch von Norwegen. Na, Norwegen ist aber ein schönes Land, da waren wir doch in den Ferien. Nette Leute, viel Wald, wir waren mit dem Kanu, haben sogar gezeltet. Ja, da muss es ein toller Typ sein. Also die NATO ist vermutlich eine Friedensorganisation. Ja, ich spitze es ein bisschen zu, aber so läuft in etwa der Hase, ja. Man sieht dann überhaupt nicht mehr, dass er eigentlich ja, den Amerikanern dient und dass die Amerikaner die NATO durchaus für eigene Interessen nutzen. Sie sehen ja, die NATO-Osterweiterung ist durchaus im Interesse der NATO, ist im Interesse der USA, aber ist nicht im Interesse von Deutschland. Ja? Wenn dann irgendwann die Deutschen und die Russen kollidieren und sich gegenseitig töten, schwächen sie sich, ja. Das kann im Interesse eines ausländischen Akteurs sein, aber ist weder im Interesse der Deutschen noch im Interesse der Russen. Und das muss man einfach geostrategisch verstehen. Also er ist ein Freund der NATO, sein Vorgänger Anders Fogh Rasmussen kam aus Dänemark, da ist wieder der gleiche Trick. Dänemark? Super schön, da war ich schon mal mit dem Velo. Und dieser Fahrrad, ja, sagt er. Und das ist ja dieser, ihr sagt nicht Velo, oder? Aber man versteht es? So knapp. Sonst machen wir Untertitel. Und das ist halt auch ein Freund der NATO und die Kritiker der NATO, die finden sich vor allem auf der Straße. Nein zur NATO, nein zum Krieg. Das war eine Demonstration 2009 in Kiel oder dann in Frankreich, NATO Legal Terrorism. Das heißt, die Kritiker gehen auf die Straßen und sie sagen sich, da stimmt doch etwas nicht. Wir wollen das nicht. Das heißt, die NATO hat Kritiker und sie hat Freunde.